Servus miteinander. Heute geht es mal wieder um den Wachhund für euren 3D-Drucker und was dieses kleine Kastell hier kann. Viel Spaß! Sagen wir starten einfach gleich mal los und ja, packen wir erstmal die München Beaglecam 2 aus. Was hat die Beaglecam 2 für Sachen, dass sie besser wäre wie die 1er? Ganz einfach. Sie kann HD-Bilder und ja, was haben wir hier noch Schönes dabei? Lass uns erstmal gucken, was haben wir da? Also wir haben einen Standfuß. Jawohl. Nochmal sowas. Kabel war jetzt bei mir separat auch noch eins dabei. Einmal das Netzteil. Und ein paar Adapterkabel. Kabel. Jawohl. Okay, das war's erstmal. Dann sollten wir mal da reingucken. Also wir können jetzt eins machen. Wir bauen jetzt das mal zusammen. Dann stellen wir das da so hin. Ist das hier? Achso, nee. Es ist noch etwas früh heute Morgen. Eigentlich gar nicht, aber ich bin noch sehr müde. Komme quasi frisch aus dem Urlaub. So, jetzt. Das ist klüger, wenn man das hier nimmt. So. Zack. Jawohl. Der LKW vorbei. So, jetzt kann ich das Ding hier hinstellen. Wunderbar. Dann haben wir hier ja dabei unser Netzteil. Wir haben hier eine Anschlussmöglichkeit für unser USB. Was dann eben zu unseren Druckern geht. Wir haben einen Kartenslot, also eigentlich so ziemlich das, wie es bei der Beaglecam 1 war. Aber wir haben jetzt eben die Anschlussmöglichkeit da. Ne, die packen wir jetzt gleich aus, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Anschlussmöglichkeit dieses UV-Sensors. Es geht übrigens auch noch weiter. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich es rausschneiden muss oder nicht nachher. Also bekomme ich die Verpackung. Und zwar gibt es das Ganze dann auch für Laser. Ist aber noch als Prototyp unterwegs. Also das übrigens ist, glaube ich, auch immer noch ein Prototyp, so wie ich es verstanden habe. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Dann ist das schon fertig. Da, wo ich angeschrieben wurde, auf jeden Fall war es noch Prototyp. Und hier habt ihr jetzt eben einen UV-Sensor hier vorne, also eine ein lichtabhängiger Widerstand. So, UV-Sensor. Was steht hier? Der UV-Sensor. Installation. Aha, ja, das machen wir nachher alles miteinander. Da haben wir die Käbelchen. Was haben wir jetzt hier? Hier müssen wir dann eben. Also, das ist einfach ein Sensor. Den kann ich per USB dann eben anstecken an die Beaglecam. Und ja, dann kann ich das hier schön machen. Das ist auch lustig. Das hier ist auch gedruckt. Da können wir sogar mal reingucken. Wollen wir? Oder ist es verklebt? Nein, wir machen es nicht. Wir probieren ihn erst aus. Okay, also Anschlussmöglichkeit eben an die Beaglecam als externen Sensor, der dann eben wiederum das hier auslösen kann. Das heißt aber ja auch... Nee, das fangen wir jetzt gar nicht erst an. So, wir stecken jetzt das Ding mal an und dann schauen wir uns mal die App etc. pp. An. Und dann muss ich auch mal gucken, was ich euch überhaupt noch so davon erzählen soll. Netzteil oder so ein kleiner, ist beides dasselbe. So, dann stecken wir das mal an hier und schauen, ob er mit uns spricht. Wahrscheinlich muss ich auch noch ein Update machen, schätze ich. So, einmal rein hier. Es leuchtet rot und es leuchtet grün. So, macht der Klick-Klack. Jetzt schauen wir hier nochmal rein dabei. Bisschen. Okay, also SD-Karte ist auch dabei. Wenn wir hier nochmal gucken, was haben wir da noch Schönes? SD-Kartenslot, Fokus, Linse. Ich muss jetzt die Kamera einmal adden. Und zwar muss ich das tun. Download Beaglecam, register an account. Ja, das habe ich eh schon. Mal gucken. Also Beaglecam. Ja, darf ich jetzt senden. Jetzt ist mir jetzt erstmal wurscht. So, wir drücken hier auf Plus, hat es geheißen. Nicht so schwer. QR-Code scannen. Ja, prepare for QR. Achso, ich muss ja das dann davor halten, ne? Na klar. Yes, I hear the voice. Also jetzt sagt er mir hier, prepare, power up the camera, plug in the Type-C, jawohl. Und warte eine Minute und jetzt sage ich, ja, ich habe die Stimme gehört. Jawohl. Möchte ich das an meinen Standort? Nein, Standort soll er nicht machen. So, select ein Wi-Fi. Get Wi-Fi, ne? Brauche ich das? Get Wi-Fi, ne? Ja, schau, ich bin jetzt gerade im Wi-Fi natürlich von meiner Kamera.
Daten, die gehen auf mein Wi-Fi. Ah ja, wir gehen auf Next. Okay, jetzt habe ich hier meinen QR-Code. Und den halte ich jetzt einfach vor die Kamera. Oh, hier hat der Beep im Prom-Sound. Ja, meine ich schon. Successfully connected to the Wi-Fi. Okay, I hear the sound. So, designed for resin printed for timelapse. Aha, also jetzt habe ich hier schon eine Meldung für den UV-Sensor. Ne, mag ich jetzt eigentlich nicht machen. Muss erst noch neu starten, ich weiß noch nicht. So, jetzt habe ich nämlich hier eine HD-Cam und ich habe auch schon Bild. Jetzt könnt ihr da mal gucken, so. Also hier ist jetzt das Bild, das geht relativ gut. Der Printer ist natürlich noch nicht connected, das ist auch klar. Timelapse kann man da auch machen. Gut, also erstmal eingerichtet ist sie. Ich habe gesehen, das dauert 5 Minuten. Dann ist das Ding soweit fertig. Jetzt muss natürlich noch der Drucker ran. Und ihr könnt natürlich auch das Ganze ja über den PC machen. Dazu braucht ihr nur die IP-Adresse von dem Ding. Da können wir es gleich mal reinschauen, ob wir die gleich finden. Halt aufs Zahnrad gehen wir. Dann gehen wir hier auf Wi-Fi-Setting. Was gibt es? Firmware-Upgrade. Firmware ist the latest. Okay, passt eben. Information. Also er hat die 127, 192, 168, 0, 127. Ja, und da können wir jetzt auf den PC gehen. Und da können wir das eigentlich ein bisschen gemütlicher einstellen. Und ich kann es auch besser zeigen. Dann machen wir doch das noch. So, im Browser angekommen, seht ihr jetzt hier die 127 bei mir am Schluss eingegeben. Wo finde ich das? Ganz einfach bei Zahnrad und dann auf Kamera-Info. Dann finde ich das Ganze. Jetzt sagt er mir hier, das Default-Passwort ist Admin. Also das kriegen wir hin. Admin, Admin. Wunderbar. So, schließt das. Nein. So, jetzt seht ihr hier hinten meinen Lagerbereich. Und ja, jetzt können wir hier ein bisschen gucken. Also nochmal, wir finden bei Settings und dann Camera Info. Da seht ihr auch hier. Da seht ihr schon, da steht die 127. Aber wie gesagt, im Normalfall klickt ihr halt dann hier drauf in eurem Handy und dann könnt ihr da hingehen. So, dann haben wir jetzt hier das Dashboard. Und das sieht haargenauso aus wie das vorherige. Das ist das Vorschaubild. Mhm. So, und dann würde ich mal gucken. Timelapse werden wir noch nichts drauf haben. Aber wir müssen jetzt das Gerät noch an einen Drucker anstecken. Wo habe ich einen Drucker mit Marlin? So, ich habe jetzt meinen Drucker angesteckt. Und zwar ist das ein Elegoo Neptun 3. Eigentlich Max, aber das kann man auch verstehen. Das ist kein Problem. Machen wir mal safe. Dann sollte das auch funktionieren. So, die Baudrate ist hier voreingestellt, denke ich mal. Jetzt mache ich mal Dashboard nochmal, aber ich sehe schon was. Schauen wir mal, ob wir das, ob wir auch homen können. Jo, das sieht doch gut aus. Schon funktioniert da was. Momentan ist es ja noch der etwas kleinere. Das passt auch. Okay, wenn das Bild mal abreißt, bei mir ist mein WLAN oben momentan ziemlich schlecht. Ich musste die eine Fritzbox das WLAN ausmachen, denn die hängt sich des Öfteren auf, wenn alles an ist. Das ist die Eigenschaft der etwas älteren. Ich glaube, es ist eine 7490. Aber die werden jetzt so peu à peu alle irgendwie immer langsamer, komischerweise. Warum, weiß ich nicht. So, wir konnten homen. Wir schauen mal auf die Temperaturkurve. Das sieht auch gut, 27 Grad. Hat es hier oben 27 Grad? Ja, hat mir meine alte Steckdose auch schon angezeigt. Genau, und ja, vom Prinzip her könnten wir jetzt eigentlich ja schon loslegen. Das heißt, ich slice mal was und dann versuchen wir das Ganze mal. So, ich habe jetzt hier Folgendes gemacht noch. Ich habe jetzt Printer Brand Custom gemacht. Sag Printer Model Elegoo Neptun Max. Habe hier meine Maße noch eingeben. Also wie ihr da seht, Länge, Weite, Höhe. Drück Save. Den Rest lassen wir einfach stehen, wie es war. Passt soweit. Haben einmal nochmal Disconnect. Ja. Save passt. Connect. Jawohl. Dashboard, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Controls, XY. Nochmal homen. Homen tut er. Das schaut gut aus. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier unser schönes Feld, wo man im Prinzip auch alles wieder machen kann. Ist im Prinzip ja wie bei Octoprint, wie bei Clipper halt auch. Nur halt die wirklich einfache Variante für die Menschen, die keinen Bock haben, jetzt da was zu installieren oder Clipper zu flashen etc. pp. Das wollte ich eben auch beim Max nicht unbedingt haben. Ich wollte ihn aber auch fernsteuerbar haben. Das habe ich jetzt eben mit dem hier. Der soll auch nicht schnell drucken wie bei Clipper. Das ist mir alles egal. Der soll einfach, wenn er druckt, große Sachen in einer akzeptablen Qualität bauen. Mehr muss der hier nicht tun. Aus dem einfachen Grund, weil es halt dann große Sachen sein sollen. So. Gut, dann, ja, jetzt sind wir nochmal dabei. Jetzt muss ich nochmal slicen.
So, was ich jetzt wieder auf die Schnelle nicht hinbekommen habe, das muss ich aber nochmal nachrecherchieren, ob jetzt aus Cura direkt der Druck gestartet werden kann. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Also ich habe versucht, mich mit Octoprint und mit Moonraker, und ich habe nach einem, ja, einem BeagleePrint Plugin zum Beispiel gesucht. Gehen wir einfach Beagle ein, aber da findet er nichts. Also es gibt kein Plugin dazu, was das herstellen könnte. Jetzt habe ich mir halt einfach wieder auf die Festplatte gespeichert mit Moonraker Connection, habe ich auch schon versucht, geht leider auch nicht. Aber gut, das hat beim anderen schon nicht funktioniert, vielleicht ist es halt so. So, Printable Files, Upload, so, ich gehe jetzt hier wieder rein, sage da, Downloads, ich möchte das hier haben. Das ist Lenkradhalter, das passt schon, okay. So, einmal hochgeladen, dann können wir uns das nochmal anschauen. Jetzt machen wir eines, ich möchte davon ein Timelapse haben. Settings. Timelapse Videos, normal, clean Timelapse, da kann ich dann eben sagen, pass auf, fahr auf die Seite, mach da was. Probieren wir das mal aus. Ich lasse es erstmal normal, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Wir machen nochmal ein normales, gibt es ein bisschen Zuckerbild, das passt schon. So, okay, dann gehen wir nochmal ins Dashboard rein. Ich möchte das hier drucken, ich glaube, ich habe es schon richtig eingestellt, oder? Ist mit Print Fuel, ist hier drin. Ja, 20% Fülldichte, 225, das müssen wir hochjubeln, das geht nicht. 230 nehmen wir da. Der Fluss, das passt auch. Okay. Machen wir nochmal. Ja. Ja. So. Check. Dann gehen wir nochmal rein. Das hier, kann ich das löschen jetzt? Erstmal nicht. Warum nicht? Würde ich gerne. Upload. Aber das Ganze nochmal. Schauen wir, was er da tut. Okay, jetzt einfach überschrieben, das passt. So, jetzt druck mal. Started to print. Temperature rising. Okay, Status. Temperaturkurve 85 Grad. 230 kommt dann. Das passt schon. Okay, ja, dann lassen wir mal heizen und machen. Es gibt ja dann eine Timelapse, hat es geheißen. Ja, beim Timelapse habt ihr ja schon gesehen, also die Qualität ist jetzt wesentlich besser als die von der ersten Beaglecam. Wie gesagt, die erste Beaglecam war halt tatsächlich so, dass man mal zeigen konnte auf dem Handy-Display oder sowas, das was recht klein ist, was man da so gedruckt hat. Seht ihr nochmal hier, also ihr seht etwas krisselig das Ganze, schauen wir nochmal. Also ihr seht auch da, man kann das Bett gar nicht richtig erkennen und ja, es sieht halt nicht schön aus. Auch hier der Druckkopf ist nicht toll. So, und jetzt seht ihr hier nochmal, das ist jetzt das HD-Bild von dem Ganzen. Natürlich sehen wir auch hier ein bisschen Unterschiede in der Helligkeit, das kommt aber von den Wolken. Und ich kann hier wesentlich mehr erkennen bei dem Ganzen. Das ist eigentlich so die größte Neuerung bei der Beaglecam. Und jetzt schauen wir einmal noch in die Kompatibilitätsliste hinein. So, jetzt seht ihr hier Beaglecam 1 und hier Beaglecam V2. Die haben jetzt dieselbe Kompatibilitätsliste. Es fluppt aber alles bei der Beaglecam 2 etwas smoother, muss ich sagen. Und ihr seht aber auch hier, was ich gemacht habe. Ich habe ja eigentlich einen Drucker schon genommen, der gar nicht unterstützt ist. Also hier Elegoo Neptune 2, 3 Pro, 3 Plus. Ja, der Max geht genauso. Also jeder Drucker im Prinzip, der eine Marlin drauf hat, würde ich behaupten, den kriegt ihr zum Laufen. Natürlich alle Angaben ohne Gewähr. Es gibt mit Sicherheit wieder irgendwelche Marlins, die das nicht unbedingt mögen. Aber so ziemlich alles, was mit Octoprint funktioniert, wird wahrscheinlich auch mit dem BeaglePrint funktionieren. Wenn nicht, ihr bestellt das Ding vielleicht bei Amazon und schickt das halt wieder zurück, wenn es mit eurem nicht funktioniert. Das geht ja auch noch. Das ist ja kein Problem. So, ja, ihr seht, die Liste ist einigermaßen lang. Es sind über 100 Drucker, die unterstützt werden, aber natürlich auch mehr. Ihr habt ja gesehen, Custom-Drucker eingeben, die Baudrate eingeben und dann sollte es auch schon losgehen. Also eigentlich alles, was so mit Pronterface funktioniert, müsste da auch gehen. Also wenn ihr kommunizieren könnt, dann müsste es gehen. So, aber eine Sache möchte ich euch natürlich auch nicht verheimlichen, denn bei Support, wenn ihr da mal drauf geht, seht ihr, da gibt es was 3D-Printer-Compatible-List, stimmt das? Weiß ich nicht. Oder Laser-Engraver-Compatible-List. Und ihr seht, das dauert noch 6 Tage.
Und es wird, das hat mir Beagle Print, die Tina, schon gesagt, es wird eine Laser Engraver Camera kommen. Viel kann ich euch aber noch nicht dazu sagen. Das werdet ihr dann entsprechend in Neuigkeiten erfahren von mir. Was ich euch jetzt natürlich noch nicht gezeigt habe, ist der UV-Sensor. Dazu muss ich aber erst einen meiner Drucker reparieren, die da hinten im Resinlager stehen. Und deswegen, ich hatte jetzt keine Lust. Aber ihr seht, also der Preis ungefähr bei 88 Euro. Bei Amazon muss man mal reingucken. Ja, den UV-Sensor muss man so einstellen. Bluetooth-Devices anklicken, Plus anklicken, bisschen warten, dann wird er gefunden. Zurück, zurück. Jetzt gehen wir auf die Timelapse-Settings. Dann stellt man hier Beagle UV Timelapse-Video ein. Dann stellt man unten noch die Layer ein, die der Druck hat. Also den muss man halt dann nachschauen. Dann wieder oben auf den Pfeil und dann ist man eigentlich schon fertig. Ja, im Prinzip steckt man das Ding eigentlich nur per USB an und dann hat man hier seinen Sensor vorne. Und jetzt muss ich mal eins ausprobieren. Moment, jetzt will ich mal schauen, ob wir das hinkriegen. Warte mal, jetzt seht ihr meine behaarten Beine. warte mal, kann ich hier denn Licht anmachen? Jetzt? Nein, kann ich nicht. Würde ich aber gerne. Und jetzt seht ihr, hat das Ding dreimal geblinkt. Ja, und dann checkt er eben auch schon, ob UV da ist oder halt ob Licht da ist oder nicht. Und so funktioniert die Technik eigentlich. Also man legt es da rein. Ihr könnt es aber gerne auf seinem Video anschauen. Ich verlinke euch mal die Seite, wo man das anschauen kann, wie man es reinbaut. Aber es wird noch ein Video dazu kommen natürlich. So, und ich habe noch ein bisschen nachgelesen, denn an der Seite gibt es ja einen sogenannten Data Out. Und diesen Data Out kann ich zum Beispiel benutzen, also stand in der E-Mail von der Tina, für einen Input-Output für das Licht, was man anscheinend anschließen kann. Also hier unten seht ihr das Licht und ich denke mal, da kann man eben dieses Licht anschließen und das macht er dann dementsprechend ein bzw. aus, wenn er gerade ein Bild macht. Und was natürlich auch geht, ist ja per Bluetooth nicht nur die den UV-Sensor anschließen, sondern es gibt auch demnächst einen Smart-Filament-Sensor, den ich damit eben an die Beagle-Kamera bringe, also auch per Bluetooth vermutlich oder über den Data-In-Out, weiß ich nicht. Und dann habe ich eben einen Filament-Sensor dran, einen vollwertigen, der eben auch funktioniert, wenn die Beagle-Cam dran ist. Das funktioniert ja zum Beispiel bei Octoprint auch nur über externe Sensoren. Da kann man nicht den Sensor nehmen, der am Drucker selber ist. Genau. Bei Amazon gibt es die leider noch nicht, aber ich kann euch garantieren, das wird bald passieren. Und ja, bei uns gibt es irgendwann auch mal Gurken. Die waren aber nicht zu kaufen. Und was mir jetzt auch nicht aufgefallen ist, die gibt es ja erst ab 3. Juli. Das ist ja doof. Ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es die erstmal zum Vorbestellen. Aber ihr seht auch hier, es ist der 23.06. bei mir jetzt gerade. Ich weiß nicht, wann ich das Video bringe. Vielleicht gibt es ja schon. Dann könnt ihr natürlich über die Links unten in der Videobeschreibung das Ganze auch kaufen. Für mich ist das Ganze wieder eine Alternative zum Raspberry Pi mit Octoprint, ganz klar. Weil ich brauche mir kein extra Raspberry Pi kaufen. Ich muss nicht separate Sachen dann noch einstellen, sondern einfach dran geklatscht das Ding, angesteckt an den Drucker. Ja, und dann ganz über die App schon losgehen und über den Browser geht es genauso. Und was ich natürlich auch noch super finde, ist, dass mir dieses Ding gleich dann eine Nachricht schreibt, wenn der Druck entweder abgebrochen wurde oder er wurde fertiggestellt. Ja, und das wünsche ich mir schon. Wieso fliegt jetzt hier ein Hubschrauber? Ja, was hier jetzt sehr schön ist, ich kann das jetzt beliebig über Bluetooth erweitern. Das finde ich echt stark. Die Idee finde ich super. Und dann kann ich das eben über die App einfach hinzufügen und habe dann eben den Filamentsensor oder den UV-Sensor oder eben neue Sachen. Wie gesagt, wartet mal auf die Lasercam. Ich denke, ich bekomme die auch noch. Und dann schauen wir uns die mal an. Ist auch sehr interessant für mich, weil die soll einem dann doch weiterhelfen. Wie gesagt, ich weiß nicht viel. Ich darf nichts sagen. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn euch mehr gefallen hat bei meinen Videos, lasst mir ein Abo da. Drückt die Glocken. Pfiat's euch. Was war das?